Männer, Musik und Muskeln in Vösendorf. Für einen brechend vollen Kultursaal sorgte die ungarische Stripgruppe Hot Man Dance. Hot Man Dance, das ist Europas erfolgreiche Mail-Revue-Show. Mit ihren einzigartigen Darbietungen sind sie nicht nur in Europa, sondern inzwischen auch in Brasilien, Australien und Las Vegas aufgetreten. Sind Sie zum ersten Mal bei so einer Gruppe? Nein, zum dritten Mal bei denen jetzt schon. Ah, haben Sie die schon gesehen? Wie sind die? Super. Sind die auch lustig oder wie machen die das? Ja, sie machen das schon ein bisschen mit Gag. Was für Nummern wird man da sehen? Naja, wie wir das gesehen haben, war es Magic Mike und Shades of Grey und sowas. Also es war recht cool zum Anschauen. Wo haben Sie die gesehen? In der Arena in Vösendorf. Tanzchoreografien, Akrobatik, Live-Musik, Humor und Unterhaltung mit leichter Erotik, versteht sich. So etwas kommt beim natürlich ausschließlich weiblichen Publikum bestens an. Stellt euch doch mal vor. Benjamin. Matteo. Carlos. Ademar. Super sexy Männer, ne? Wir kommen aus Budapest, aus Ungarn. Wie viele Jungs seid ihr? Wir sind zu 10 in der Gruppe. Und seid ihr alle Tänzer oder wie kommt das, dass ihr diesen Job macht? Einige sind aus Fitnessraum, wir sind Models und ein paar Tänzer auch. Wie lange gibt es eure Gruppe schon? Wir sind zusammen seit 6 Jahren, schon 6 Jahren. Haben Sie schon einmal so eine Gruppe gesehen? Nein. Erst einmal. Die Chippendales gibt es ja schon länger. Ja, aber die habe ich noch nicht gesehen. Das hat mich mehr angesprochen jetzt, ja. Aber es ist eine gute Stimmung schon, oder? Ja, stimmt. Mögen die österreichischen Mädels euch gerne? Ja, wir haben immer sehr viel Spaß hier. Wo wart ihr denn schon überall in Österreich? Wir waren in Salzburg, vielmals in Vienna. Es ist sehr schön, immer hier zu sein. Habt ihr die schon einmal gesehen? Nein. In der Art? Nein, noch gar nicht in der Art. Aber sehr gespannt. Ja, definitiv. Ja, da leuchten die Augen, wenn Six Sixpacks im Kultursaal Vösendorf exklusiv für N1 mal ordentlich anspannen.